Vielen Dank an den KTL Store, der mir die hier vorgestellte Lampe kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Nachdem ich euch vor kurzem zum ersten Mal eine Lampe von Nightcore vorgestellt habe, das war die Kopflampe H1090, kann ich euch heute nochmal eine Taschenlampe der Firma vorstellen, die ebenfalls ein breites Spektrum an Leuchtmodi besitzt und ein sehr interessantes Bedienkonzept hat. Und zwar ist das die SRT7 Revenger. Auch die SRT7 kommt in einer schwarz-gelben Pappbox. Schauen wir mal rein. Im Lieferumfang befinden sich die SRT7, ein Nylon-Gürtelholster, zwei CR123A-Batterien, ein Lanyard, zwei Ersatzohrringe, ein Ersatz-Endkappengummi, ein Aufsatzclip, ein Tactical Ring-Aufsatz für den Cigar Grip und eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte. Ja, auch hier muss ich sagen, der erste Eindruck hervorragend. Das Ganze ist sehr gut verarbeitet. Auch das Design gefällt mir sehr gut, hier mit diesen einzelnen gerändelten Bereichen. Komplett Aluminium, hart anodisiert natürlich. Gewicht 170 Gramm, ohne eingelegte Batterien. Länge 16 cm. Im Durchmesser etwa 4 cm am Lampenkopf. Und hier hinten etwa 2,5 cm im Durchmesser. Ich schraube sie mal auseinander. Ganz rechts die Tailcap mit großem Hauptschalter am Ende. In der Mitte das Batterierohr. Man sieht sehr gut geschnittene und gefettete Gewinde, jeweils mit einem Dichtungsring, denn die SRT7 ist wasserdicht nach IPX8 Standard und hat damit einen sehr guten Outdoor-Standard. Ganz links der Lampenkopf mit Selektorring, zu dem wir gleich noch kommen. Geladen wird die SRT7 entweder mit den mitgelieferten CR123A-Batterien oder wahlweise auch mit einem hochwertigen 18.650er Lithium-Ionen-Akku. Dann muss es sich allerdings um einen Akku mit erhöhtem Pluspol handeln, denn die Flat-Top-Akkus mag die Lampe nicht so. So, bevor ich sie jetzt aber wieder komplett zusammenschraube, will ich euch noch kurz die Funktion des mitgelieferten Tactical Ring zeigen. Er kann hier hinten aufgesetzt werden und ermöglicht dann den sogenannten Cigar Grip der SRT7. Okay, die Lampe ist einsatzbereit. Bevor ich euch jetzt die zahlreichen Leuchtmodi zeige, schauen wir aber erst nochmal vorne rein. Wir sehen eine Glaslinse aus Mineralglas, die auch antireflex beschichtet ist. Darunter ein glatter, tiefer Reflektor, der jedoch an drei Stellen eingekerbt ist, denn die SRT7 besitzt drei Multicolor-LEDs für rotes, grünes und blaues Licht. Ganz unten mittig findet sich eine Cree XML2T6-LED, die in dieser Lampe bis zu 960 Lumen herausbringt. Ganz außen schützt ein Bisel aus Edelstahl die Glaslinse vor Kratzern. Okay, kommen wir zu den Leuchtmodi. Mit dem Hauptschalter hier hinten schalte ich die Lampe ein. Und wenn ich das getan habe, befindet sie sich erstmal in einem Standby-Modus. Und das erkennt man daran, dass die Batteriestandsanzeige hier seitlich etwa alle 2 Sekunden aufblinkt. Die SRT7 war die erste Lampe von Nightcore, die über eine stufenlose Verstellung der Helligkeit verfügte. Und das ist ein Feature, wo ich denke, dass das ein Kaufargument für viele ist. Das ist nämlich richtig cool. Das hat mir auch schon bei der H1090 Kopflampe sehr gut gefallen. Und um das jetzt zu tun, muss ich diesen Selektorring hier nach rechts verdrehen. So, und wenn ich das jetzt mal mache, dann seht ihr, wie die Lampe erst ganz leicht zu leuchten beginnt. Die kleinste Einstellung sind hier 0,1 Lumen und umso weiter ich den Drehring dann nach rechts verdrehe, umso heller wird die Lampe und zwar bis zu den besagten 960 Lumen. Und das finde ich richtig geil. Einmal dieser mickrige 0,1 Lumen Modus als Moonlight Modus. Dann aber auch 960 Lumen, wenn man mal richtig Licht braucht und dazwischen ganz fein alles einzustellen, wie man es gerade haben möchte. Diese feine Regelung, das gefällt mir sehr, sehr gut bei diesen Lampen. Die maximale Reichweite ist übrigens mit 308 Metern angegeben. Schalte ich aus der maximalen Leuchtstufe noch eine Raste weiter nach rechts, dann bekomme ich einen Strobo-Modus. Okay,
dann schalte ich mal wieder komplett zurück in den Ausgangszustand. Und jetzt geht's weiter in die andere Richtung, nämlich nach links. Erste Stufe nach links, rotes Licht, um die Nachtsichtfähigkeit der Augen optimal zu erhalten, wenn man nur etwas Licht benötigt. Zweite Stufe, grünes Licht, als Kontrast zum roten Licht, wenn man auf einer Karte etwas nachschaut und zum Beispiel Höhenlinien besser erkennen möchte oder vielleicht auch zum Signalgeben geeignet. Dritte Stufe, blaues Licht, als Lichtquelle für Jäger. Damit soll das Blut eines Wildtieres bei der Nachsuche besser sichtbar sein. Damit habe ich selber ja noch keine Erfahrung gemacht. Vierte Stufe, ein Blitzmodus mit abwechselndem rotem und blauem Licht. Ehrlich gesagt habe ich nicht die leiseste Ahnung, für was man sowas braucht. Sieht aus wie bei so einem US-Streifenwagen. Und als fünfte Stufe nach links gibt es dann noch einen sogenannten Beacon-Modus, bei dem man die Lampe alle 2 Sekunden aufblitzen lassen kann. Übrigens ist die Lampe auch aus jedem Modus und zu jeder Zeit komplett auszuschalten, dafür einfach den Hauptschalter betätigen. Die SRT7 besitzt einen deutlich sichtbaren Spot, aber auch ordentlich Spill für die Ausleuchtung des Nahbereichs. Die farbigen LEDs kommen natürlich nicht annähernd auf die Werte der primären LED, sie sind rein für eine Nahbereichsausleuchtung gedacht. Ich muss sagen, es macht wirklich sehr viel Spaß, mit diesem Drehring herumzuspielen. Er ist sehr leicht mit nur einer Hand zu bedienen und das Schalten fühlt sich toll an. Das Ding hat was. Ich hätte eigentlich nur einen Verbesserungsvorschlag. Wenn man diesen Selektorring im ausgeschalteten Zustand verdreht, dann weiß man ganz schnell nicht mehr, was jetzt der Standby-Modus war, also wo die Lampe erstmal nicht leuchtet. Und dann muss man erstmal wieder passend schalten. Also eine ganz kleine Markierung wäre hier noch optimal gewesen. Als letztes vielleicht noch ein Wort zur erwähnten Batteriestandsanzeige, die zur Kenntlichmachung des Standby-Modus blinkt. Wenn die SRT70 50% Batteriespannung erreicht, blinkt die Anzeige einmal alle 2 Sekunden bei eingeschalteter Lampe und kurz bevor sämtliche Energie verbraucht ist, beginnt das Lämpchen schnell zu blinken. Wenn du an der SRT7 interessiert bist, der KTL Store ist seit 2007 der exklusive Distributor für Nightcore in Deutschland und die Webadresse ist www.ktl-store.com. Die SRT7 kostet dort aktuell 110 Euro. Ja, das war die Nightcore SRT7 Revenger, eine taktische Lampe mit richtig vielen Leuchtmodi, die nicht nur nützlich ist, sondern auch noch richtig viel Spaß macht. Macht's gut! Vielen Dank an den KTL Store, der mir die hier vorgestellte Lampe kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.